Whoopsie Daisy! Jetzt haben wir doch glatt unsere normale Aufteilung geändert. Das hat Overwatch mir vorgeschlagen, dass ich das spiele, also. Ja, du musst trotzdem denken, du kannst nicht einfach sagen, was die Maschine sagt. Nee, nee, doch. Also. Doch. Na, dann sehen wir jetzt mal, was ein Hanzo bringt, der nicht immer in den Gegner reintanzt. Wow. Wow. Nice. Ich bin immer wieder da und liebenswürdig zu sein. Wann fängst du damit an? Ich glaube, jetzt gerade bleibt ständig in alle möglichen Wände, wo ich sonst immer hochkletter. Bullseye. Also hier bin ich mit da jetzt nicht. Mitten ins Herz. Ich glaube, die 4 Sterne kriegen wir echt nur, wenn wir einen ordentlichen Survival-Bonus hinlegen und einfach nicht mehr sterben. Und das Tor nicht kaputt geht, nehme ich an. Ja, vielleicht gibt es auch Bonuspunkte, wenn wir Headshots geben und sowas. Weiß es nicht. Gibt es Bonuspunkte für Gegner, die wir töten? Dann müssen wir einfach den Roadhog oder sowas am Ende länger leben lassen. Ich glaube nicht. Nee, das ist nicht. Nee, ne? Ich glaube, dass es einen Bonus gibt, tatsächlich, wenn wir es schneller schaffen. Ich wollte gerade sagen, es dürfte vermutlich eher das Gegenteil sein. Hilft mir wer mit dem Ding? Ja, naja, ich versuche diese blaue Granatwerfer-Armee down zu taken. Ja, mal daran gewöhnen, dass ich jetzt wieder vorhalten muss. Geh nicht hin. Ja, weil vorher war das Feuer die Aufgabe der anderen. Wo kommst du denn genau her? Ich bleibe nie lange an einem Ort. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich komme ursprünglich aus einer Stadt namens Blooming. Ja. Mein Leben! Verderbliche Kreaturen. Eine dunkle Präsenz erschien ihre Mitte. Du hast den Boden. Der Seelenberg. Ach, der? Hey. Hey, was haben wir dick vermisst, mein Lieber? Alter, ist die Ulti schnell ready, wenn ich Overwatch bin. Da kann ich den, Kann man den Roadhog eventuell noch kriegen, ne? Oh, damit krieg ich den Roadhog innerhalb von 2 Sekunden. Ja. Der Reaper war gerade eine Sekunde Charge Time, eine halbe vielleicht. Müssen wir das irgendwie machen? Guck mal, kaum mal eine bessere Energy und zählt uns sowas auf. Was soll das denn jetzt heißen? Ich geh gleich! Er möchte damit sagen, dass er die komplette Anarchie gemacht hat und zufällig einen schönen Nebeneffekt hatte. Das Weißen ist. Nee, nee, stimmt, ich bin auf deiner Seite. Sorry, diesmal bist du der Heiler. Hallo! Wie ich es immer getan habe. Ich käuflich? Nein. Muss ich das wieder übernehmen? Schöne Rakete. Welche? Vorsicht, die kommen von rechts. Etwas schon müde, Revolver hält? Im Leben nicht. Ja, ich hab dann auch ready für Ulti, aber es sind irgendwie nicht genug Gegner, als dass sich das lohnt. Wie man da. Nee, wir gehen jetzt einfach wieder auf diese Bosse. Ja, ich bin. Den Roadhog. Ich bin mit dem Kino. Sorry. Das ist. Hier, kill it. Na? Bleibst du mal nicht fest? Nein. Yeah. Wow, das dauert doch etwas länger als erwartet. Eine finstere Abscheulichkeit mit unmenschlicher Kraft und Bosheit. Aber der ist gut down jetzt schon schnell. Mit einem Schuss auf den Revolver.
erlegte der Revolver das Monster. Als es zu Boden fiel, ließ das die Erde erzittern. Wow! Das war mehr als knapp. Nein, wir wollen es ja, dass spannend bleibt für die Zuschauer. Das ist nicht knapp, das ist spannend. Nur spannend. Ergebnisorientiert ist anders, richtig, ne? Richtig. Es ist erlebnisorientiert. Richtig. Ich treffe nichts, wenn ich lache. Dann lach nicht. Ich weiß auch nicht, was daran witzig sein soll. Noch während der Kampf tobte, hatte Dr. Schrankenstein seinen großen Ja, Junkenstein, willst du meine Ulti von mir abkriegen? Dr. Junkenstein schleuderte seine Bomben auf die Burg. Das laute Knallen ihrer Explosionen gab seinem gellenden Gelächter den Holzmus vor. Oh nein. Oh, Granatenbeben. Im Schutz der Welt kehrte die Sieger zurück. Yes. Dr. Junkenstein. Schlief! Ja, aha, die Fußsoldaten. Der Pöbel nähert sich. Der Schuss des Revolverhelden fand sein Ziel. Und der Seelenernter wurde vernichtet. Der Seelenernter. Anna, hier unten ist ein Heilfeld, wo du auch mit reinhüpfen kannst, wenn du magst. Oh, guter Hinweis, dass ich ein wenig Leben habe. Das ist mein Hauptproblem mit Anna, dass ich irgendwie mein eigenes Leben vergesse. Ich kenne das. Bin mal in Thailand, deswegen dachte ich mir, sage ich Bescheid. Komm, wir machen das einfach so. Das hat mich gekillt. Das hat mich gekillt. Ja, wir waren. Das blaue Ding hat uns alle treffen können. Ja. Ne, das blaue Ding nicht nur, sondern die beiden Räder. Naja, bei mir war halt das blaue Ding, was mich da gefinisht hat. Ich hab keine Ulti. Ja, mach einfach kaputt. Hitler. Was? Ja, das, Hitler? Das war jetzt eine ungünstige Sache, aber ansonsten waren wir sehr sortiert. Ja. Meine Güte, jetzt geh doch! Sehr gut! Okay, gleich geht's los. Jetzt hab ich bei weitem keine Ulti. Doch es war den Helden. Weil ein bisschen das Chaos aus hier wurde. Dass Schallenstein noch andere Verbündete hatte. Meine Diener sterben nicht! Mercy. Könntest du bitte gehen? Und das ist die Hexe. Ich nenne sie doch nicht bei ihrem echten Namen. Ich hab sie hier eingeschränkt. Schallenstein hatte einen Kampf wie der Hexen geschlossen. Und ich brauch Heilung. Ah, du wurdest weggezogen von Heilung. Während Junkers am Leben ist, definitiv nicht alles zusammenstehen. Ich bin dafür, dass Chris der Medic bleibt. Daran liegt es nicht. Du musst vor allen Dingen als Hanzo vielleicht nicht auch in der Masse stehen. Also die Junkers überhaupt, wenn sie alle zusammenstehen, sind verdammt scheiße. Wir müssen uns ein bisschen flippen. Weil einer muss das Feuer halt nicht von oben wegziehen. Es muss jemand das Feuer von oben wegziehen. Naja, aber ich bin inzwischen recht gut da drin, den Schüssen von ihm auszuweichen. Ja, aber wenn wir alle in der Masse stehen, dann geht es nicht auszuweichen. Glückser! Der fällt nicht auf das Pflaster. Ich wollte auch gerade sagen. Beschiss. Oh, wer hat sich denn da... Oh Gott. Nur deswegen hat er genommen. Alter. Jetzt kapier ich's. Aber der Tee hat schon Stil. Die Stunde hat geschlagen. Das war tatsächlich zu. Das war mir wirklich vorgeschlagen. Ja, also schlecht was nicht. Das war nur am Schluss diese Aktion mit den beiden Rädern, die wir nicht bekommen haben. Die ist echt... Ja. Die sind halt in uns rein und da standen wir dann alle, weil wir alle drauf sind, um die zu vernichten. Und dann ist noch die blaue Bombe eingeschlagen, die auch noch die getötet hat, die sonst überlebt hätten eventuell. Also na, wie geben wir denn die Stimme? Nee, wenn wir das so machen, toll. Hat gar keiner meine Stimme. Toll! Super! Ich bin ja immer noch dafür, dass jeder eine Stimme kriegt. Ja, das bringt aber nie. Es ist sinnvoller, wenn wir uns abwechseln, damit man den Erfahrungsboost... Durchschnittlich hast du die gleiche Anzahl an Stimmen. Aber der Erfahrungsboost nicht stimmt. Ja, der braucht schon Erfahrung. Ich will diesen Skin. Denkst du, ich mach doch dir was mir Spaß macht? Mach das nur für die Erfahrung, Alter, das ist ja.
Hört sich an wie so ein Säufer. Ja. So ein bisschen wie mit der fünften Weinflasche. Ich mach das nicht für Spaß. Ihr macht das, um besoffen zu werden. Wie war Spaß, Mann. Ja? Das ist harte Arbeit. Ich finde, ich bin für den Antrag, dass man Alkohol in etwas umbenennt, was man als Betrunkener besser sagen kann. Weil Alkohol. Alkohol? Alkohol? Unsere Geschichte beginnt in. Mach mal die Petition auf. Dort rief der Burggraf nach Helden, die ihm zu Hilfe kommen, die von dem verrückten Dr. Junkenstein beschützen sollten. Junkenstein! Aber würde sein verzweifelter Ruf Gehör finden? Ich und Emma sofort brav und zu Sachen picken und ihr zwei wieder der Risikofaktor der Truppe, wa? Na? Ich sag Schnuck, oder? Na? Ja. Unsere Geschichte nimmt bald ihren Lauf. Mir ist es gleich. Ich würde auch mal die anderen ausprobieren, ich bin da nicht so. Ja, ja, also ich bleib bei so, als seine Geschöpfe wieder aufverstanden. Heute Nacht sollte die Schuld seiner Rache schlagen. Ich muss sagen, ich häng tatsächlich an der Ulti, ich mag die sehr gerne. In diesem Modus. Du magst einfach nur Play for Game haben. Ja. Gibt's doch zu. Das kann auch was sein. Eine Alchemistin, ein Bogenschütze und ein Außenseiter. Eine bunte Truppe haben wir hier zusammen. So war es schon immer. Du ziehst die seltsamsten Gefährten an. Ich bin voll. Oh. Wie jetzt? Ich bin auch fast voll. Geh mir aus dem Weg, Rabe, ich sehe dich. Aber das hier ist ein Soldier-Skill-Kurs. Ja, okay. Da ist es tatsächlich die Frage. Wer, was war das denn? Was war das denn? Wer hat den Zombie durchgelassen? Wer hat den Zombie durchgelassen? Na toll, ey, dieses Team, ey. Einfach zu heavy. Ja, wir können eigentlich schon zu rendern. Ja, ja, genau. Verdammte NPCs. Ja, genau. Ah, Unknown Command, FF, na toll. Da heißt die Tag. Ich mach mal kurz irgendwas kaputt. Ja? Jetzt gibt's die volle Ladung. Du, wenn ich normal kämpfe, bringt's mir wenig, mich zu overchargen, weil ich dann die gleiche Anzahl von Leuten normalerweise brauche. An Kugeln. Mann, das ist ja unwitzig. Oh, hi! Du musst du besser zielen. Nee, weil ein Headshot sie nicht tötet. Selbst Overcharge nicht? Overcharge habe ich nicht die. Wenn ich schneller treffe, ich keine Headshots mehr. Wow. Overcharge mache ich immer Trommelfeuer auf die Bosse. Erbärmliche Kreaturen. Niemand entgeht mir. Eine dunkle Präsenz schien in ihrer Mitte. Der Sieg. Oh, hi. Schön, schön, dass du da bist. Seelenernter war verflucht. Ein willenloser Diener der wilden. Ach komm schon. Läuft die Null einfach aus meinem Ulti raus. Und her. Der Soldat versetzte dem Seelenernter den Todesstoß und hoffte, dass es diesmal endgültig war. Ja, so langsam hoffe ich echt, dass das für die letzte Mal gewesen ist hier. Was soll das denn heißen? Das ist so anstrengend mit der Zeit. Sie macht es ja auch nicht für den Spaß, Chris. Hey, was für die Lootboxen, das ist harte Arbeit hier. Das stimmt ja wohl. Manche haben halt das Geld und können sich die alle auf einmal kaufen und andere haben halt die Zeit, die müssen halt hier spielen. Ja, und manche haben weder noch. Ja, richtig. Und da Zeit ist Geld, immer noch. Wow. War auch nicht klar. Au! Das war auch ein Knopf. Warum sind hier gerade so viele Blaue die ganze Zeit? Ich bin dabei, ich bin dabei. Bist dabei? Au, 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 au. Warum hilft mir denn keiner hier? Ich bin tot. Wo kommst du denn weg?
nee, das war. Das war. Das war. Hey. Wir müssen so ein Punktesystem ausarbeiten, nachdem wir bewerten, wer der bessere Heiler ist. Als Dr. Frankenstein seine Schöpfung enthüllte. Was soll das heißen? Ich lebe! Neues Leben zu schaffen. Eine finstere Abscheulichkeit mit unmenschlicher Kraft und Bosheit. Was ist das für ein Ding? Ryoyo, Wagateki Okurae! Zeit, von deinem Schöpfer zu treten. Mit einem Schuss aus seinem Revolver erlegte der Revolver das Monster. Als es zu Boden fiel, ließ das die Erde erzittern. Aua! Doch während der Kampf drohte, hatte Dr. Frankenstein seinen großen Auftrag. Aber hier verwirrt ihn noch ein wenig. Nachdem ihr Dr. Jameson Frankenstein ausgelacht habt. Genau deswegen. Dr. Frankenstein schleuderte seine Bomben auf die Burg. Das laute Knallen ihrer Explosionen gab seinem bellenden Gelächter den Holzmus vor. Nein, lass mich ruhe! Im Schutz der Nacht kehrte der Seelenernter zurück. Haltet euch fest. Ja, lass mich Ruhe! Nein! Ein Leben! Nein. Ein Leben! Sollte reichen. Frankenstein ist tot. So ist ihr Team. Einfache Geo. Au, Schubladenhose. Nein. Nee. Nee. Gut gezielt. Die Schatten formten sich und nahmen schließlich die Gestalt des Seelenernters an. Der Seelenernter ist unter uns. Oh je, oh je, oh je. Der Reaper nimmt mir einfach mal 2-Punkte ein. So ein Assi. Überkam die Trauer um den Menschen, den sie einst gekannt hatte. Fluch des Seelenernters wurde aufgehoben. Ich muss geheilt werden. Vielen Dank. Hä, Thor? Ja, du. Doch es war den Helden entgangen, dass Frankenstein noch andere Verbündete hatte. Meine Diener sterben! Ich hab Old Ray. Mein Schlagungselixier kann jetzt verabreicht werden. 30% Ulti. 70. Niemand kann es hier schlagen. Hier, nimm ein Heilelixier. Na komm! Ja. Witchdown, Witchdown. Ah! Der Pfeil des Bogenschützen sauste durch den Nachthimmel und traf Frankenstein mitten ins Herz. Hold the door! Really? Ich kotze, will ich wegdive. Ich also bin erstaunt, dass es jetzt erst mein Gott, war das anstrengend. Angeschlagen, verletzt und erschöpft. Wollen wir mal den einfachen Modus spielen, einfach nur fürs Erfolgserlebnis in der letzten Runde zu spielen? Wir werden uns nicht verweichlichen hier. Ich möchte, hättest du das mal vorgeschlagen oder hast du nicht, dass mit dem gleichen Argument abgewertet hat? Oh, schau, schau, Cookie, Cookie. Nein, ich mach die Augen zu. Interessant. Ausgezeichnet. Na, wer verweigert seine Stimme? Ich hab schon gegeben.
Doch. Wahre Perfektion. Aha, du also. Verräteros. Verräteros war ein Verräter. Oh, 3 Goldmedaillen, schön. Oh, heute nur Silber. Schön, schön, schön. Aber das war's. Wir haben immer noch keine neue Wutbox und erst die Hälfte des neuen Levels. Ach, jetzt sehe ich auch wieder die arme Fröstelnde hier. Ja, ne? Guck doch mal. Ich glaube, das ist eine Falle. Das ist dafür, damit du sie zu dir nach Hause einlädst. Sie sich aufwärmen kann. Oi, und wie viel kosten denn solche Halloween-Wutboxen eigentlich? Oh, die kann man kaufen? Nee, ja. Ist er morgen oder nicht? 9,99 für 11 Stück. Ihr wollt mich doch verhohne People. Das sind aber mal die Standarddinger. 20 Euro für 24. So viel kosten die 40 Euro für 50. Das ist ja ein. Das ist ja Wucher. Naja, das zwingt dich. Das ist ja. Das ist ja Wucher. Das ist ja unglaublich. Das spielen wir halt noch 12 Jahre, bis wir die haben. Das ist mir doch egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir haben ja viel Zeit. Und wir haben viel zu tun. Ja. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao, Leute.